Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outlaws of the Old West. So, es hat mit, vorgestern hatten wir das Thema mit dem, wir fühlten uns so eingesperrt von dem Fade. Ja, das blieb auch so. Also, Moment, ich nehme mit, was nehme ich mit? Das packe ich ein. So, das war's. Das nehme ich auch gleich mit. So, und ein paar Steine nehme ich auch mit. Warum auch nicht? Ein paar Steine können nie schaden. So. Da. Und das lege ich weg. So, wo ist es denn? Da ist es. Oh, es hat nämlich was nicht funktioniert. Ja, ich glaube, ich habe Durst. Ich glaube, ich habe Hunger. Von wegen Durst. Ich könnte natürlich einfach sowas trinken auch, aber... So, schauen wir mal. Ich kann noch schwimmen. Super. Aber es hilft nichts. Oh, weniger Steine am Boden. Da. So, take all. Früher hat das was gebracht, wenn man schwimmen gegangen ist. Jetzt nicht mehr. So, aber ich habe das da. So. So, es ist was Schreckliches geschehen. Schrecklich. So, was esse ich denn die da? Bringen die was? Nö. Heiselbeeren. Bringen die was? Ja, ein wenig. Okay. Die da kann ich noch immer am besten essen. Super. So, wir heizen gleich wieder den Smoker an. Und drehen drüben die Mühle auf. So, das mache ich ja immer zwischen den Folgen, beziehungsweise vor der Aufnahme hier entzünden. Super. So, und dann würde ich sagen, Sort Items und, Fischchen. Rein mit euch, ihr lieben Fischchen. Super. So, drüben drehe ich das auf. Ich habe mich nämlich entgegen meiner Annahme, und früher hat das tatsächlich eigentlich immer funktioniert, ausloggen, einloggen, hat das diesmal nicht funktioniert. So, hier. Okay. So, das heißt, ich habe was wegtun müssen und muss das wieder aufbauen. Da. So, ich brauche ein Hämmerchen. Und ich brauche das da. Das da und ich brauche das Hämmerchen. Ein Hämmerchen. So, ja, reparieren muss ich das auf jeden Fall. Sonst geht das gar nicht. So, damit ich überhaupt raus habe können, habe ich, und ihr seht schon, tja, anders wäre ich überhaupt nicht rausgekommen. Moment. Das gehört doch hierher. Ja. Und das gehört hierher. Ja. So, also. Na, gib mir das Hämmerchen. So. Ach, sag bloß wegen der Puppe jetzt. So. Da. Super. So, und jetzt kann ich gleich den Fader wieder anlegen. So, Farmplot. Ja, werde ich das hinkriegen? Ich befürchte nämlich. Oh. So. Oh ja, es geht. Ja, super ist das. So, dann würde ich sagen, ich nehme gleich einen Kübel mit. Ach, leg das doch aus der Hand. So, ich will einen Kübel. So, nehme ich ihn hier. Da. So, Water Level. Kann ich? Ja. Kann ich watern ein wenig? Danke. Super ist das. So, kann ich den da auch watern ein wenig? So. Ja, aber nicht genug Wasser. Das ist insofern gut. Jetzt habe ich einen leeren Kübel. So, und da gehen wir gleich zur Kuh. Ah, wie sie nächtlich immer die Kuh austauschen. Super, Milch hinzugefügt. Hallo? So, na, da freue ich mich. Milch hinzugefügt. Ah, so.
So, Milch können wir da gleich da dazulegen. Milch, 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 Milch. Hier, Milch. Milch. So, den Kübel können wir da wieder hineingeben. Interagiere mit Kübel. So, dann haben wir hier neue Beete. So, da müssen wir mal schauen. Also, was haben wir hier? Ja, Kartoffel, super. So, ja, und wir sind es dann eh gleich. Ich bin so aufgeregt wegen den... wegen den Dingen, die man hier machen kann. Finde ich ganz toll. So, dann haben wir hier. Da setzen wir das. Und irgendwann haben wir dann ja alle durch. So, Wassermelone. Interessant. Gut. So, was ist hier? So, Harvest, 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 Harvest. Ach, probieren wir das gleich. So, remove, 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 remove. So, und da setzen wir das und das und das und das und bald sind wir's. Genau. So, was ist da drin? Was ist das? Ist das das? Okay, Büffelbeeren. Egal. Und das? Okay, das wächst noch. Das wächst noch. Das wächst noch. So. Dann tragen wir das ganze Zeug mal weg. So, und zwar machen wir das jetzt einmal. Wir machen das auf radikal. So, weil ich denke, wir haben jetzt echt genug mit den Samen herumgespielt. Er hat mit Samen gespielt gesagt. So. Ja, dann würde ich sagen, die nehmen wir raus. Die tun wir rein. Ganz wenig Platz für Samen. Wir brauchen eine größere Samenbank. Ja, jetzt hast du es aber du gesagt. So. Sort Items. Oh, wir haben sogar Heidelbeeren. Wir haben Heidelbeeren, Heidelbeeren. So, die kommen da rein. Ja, wir können auch die alle da und da und da. Wir können auch die Eier reinlegen da. So und so und so und so können wir es auch machen. Eigentlich können wir das schon machen. So und so können wir es nämlich auch machen. Und das können wir da auch reintun. Boah, ist das toll. Warum sind die da so markiert? So. Da würde ich sagen. Oh, 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 ich muss noch gießen. Und dann kann ich weitermachen. So, gießen. Ja. So, genau, weil das ist notwendig, weil sonst wird es nämlich gar nicht wachsen hier. So, weil die sind ja neu. So, Water Level, super. Ja, komm, schneller gießen. Schneller gießen. So, 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 super. Wahnsinn, nachdem die so überlappen, gießt man eins, gießt man alle. So. So, könnte man natürlich... Ja, toll. Toll. So, können wir das da auffüllen? Sehr schön. Und wenn wir gerade da sind, können wir das da auffüllen. Auch schön. So, dann würde ich sagen, hier den Wassereimer wieder da rein. Oh, das Wetter, das Wetter. Das Wetter, das Wetter. So, das da. Ist das bei dem hier? Nö. So, aber bei dem hier. So. Genau. So, schieb, schiebedip, schiebedip, schiebedubidubidub. Was? Wieso sind jetzt zwei Kühe hier? Wahnsinn! Eine Kuh und noch eine Kuh. Es ist Wahnsinn. Zwei Kühe. Dann mache ich gleich ein Schiebhaus. Boah, das Wetter. Das wird kein gutes Ende nehmen. Eigentlich könnte ich das Schiebhaus hier umgedreht dran platzieren. Also Rücken an Rücken. Okay, das will nicht hier, aber hier will ich es. So, Moment, Moment, gleich hier. So, kann ich hier auf... Ja, das gefällt mir hier überhaupt nicht, dass das so... Ach. So, wie ist mit dir? Oh. So, Scheren müssen equipped sein. Dass, wir holen eine Schere. Moment, das lege ich aus der Hand. Oh. Ich bin aufgeregt. Ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. So, wir nehmen einen Kübel in die Hand. So, und wir nehmen eine Schere ins Inventar und schauen gleich, ob das funktioniert, wenn wir einen Kübel in der Hand haben.
So, wie groß ist denn der Abstand da? Ja, das geht. Ist ja der Wilde Westen. Da war das alles nicht so perfekt. So. Okay, dann muss ich es tatsächlich in der Hand halten. Ja. So, dann nehmen wir wohl... Moment. So. Nehmen wir mal die Schere in der Hand. In einer Hand den Kübel. In der anderen die Schere. Dem Schaf. Es ist ein Wunderschaf. Ein Wunderschaf. 5 Wolle. Okay. So, Durst hat wohl keinen. So, aber wie kann man sie füttern, die Dinger? So, ich habe übrigens einen. Die Kühe kannst du nicht füttern, wenn du was in der Hand hältst. Okay. So, das lege ich aus der Hand. Geht's jetzt besser? So, Milch hinzugefügt. Danke. Ja, passt schon. Ah, ist genug. Milch hinzugefügt. Habe ich jetzt tatsächlich 2 Kühe? Oh, das wäre schön. Das wäre schön. So, wir sind mal. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Hey, Digga, es hat funktioniert. Digga. Oh, es hat funktioniert. So, dann kann ich auf jeden Fall hier mal alles herstellen. So, dann kann ich da später mal alles reintun. Alles reintun. Oh, wird das super. So, da kann ich auf jeden Fall so machen. Da kann ich auch so machen. Oh, wie cool. Ich freue mich total. Ich freue mich total. Ist ja super und das funktioniert auch noch. So, dann räumen wir mal die Schere weg. Wichtig. Und den Eimer. Wichtig. So, wir sortieren das neu. Moment. Die Schere da reingelegt und habe es noch immer in der Hand. Achso, ich habe ja 2 gehabt. Ich habe ja 2 gehabt. So, das habe ich versetzt. Ja. Die Melonen, naja. Naja. Okay. So, ich schaue mal nach, wie das jetzt ist mit dem Räuchern. Ich hoffe gut. So, dann würde ich mal sagen, ich nehme das raus. Die Rippchen, ich nehme das raus. Und die Fischchen nehme ich auch raus. Super. Da, da, da. Okay. So, da geräucherte Fischchen. Das kann ich rausnehmen. Super. So, und die Rippchen. So. Die Bretter. So, also 1, 2, 3, 4. Wir werden übrigens noch mehr Bretter machen müssen. Ja, wird uns nichts überbleiben. Das ist schon so. So, genau. Wir brauchen... Haben wir das da drin? Haben wir da noch so ein... Ja, wir haben noch so eins. So, das gehen wir da mal her. Da, 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 da. Das können wir da rein, da rein, da rein. Wahnsinn, super. 43. Da können wir dann gleich wieder Pulver machen. Oh, Salz ist auch da. Super. So, die Steinchen kommen da rein. Steinchen, Steinchen. So, hier haben wir noch ein bisschen Erz zum Wegräumen. So, und ein paar Barren. Die Barren werden auch verräumt. Sehr gut. So, das wird aufgehängt. Aufgehängt, aufgehangen. Aufgehangen, aufgehangen. Da, da, da. Ich freue mich über Schaf. Ich freue mich über Schaf. So, und zwar... So. Sind da ja die Werkzeuge drin. Hä? So. Eigentlich wollte ich das da so daneben, aber da ist überhaupt kein Platz. Also wollte ich es dann später da daneben und da ging es nicht.
Und dann habe ich Angst bekommen. Da geht nicht. Aber vielleicht geht's da. Nein, geht auch nicht. Okay, vielleicht aber da. Ja, da geht's. Wahnsinn. Okay, so, dann nimm alles. Danke. So, dann wird ein wenig umgeschlichtet, weil da. So, genau. So. So, weil da brauchen wir einen großen Samenkasten. Ja, wir brauchen einen großen Samenkasten. So. Super. Der große Samenkasten. So, da ist der Dünger drin. Da sind Endprodukte drin. Ich hoffe, die halten eine Zeit lang. So, und da kommen noch restliche Samen. So, so und so. Genau. Dünger. Nein. Ja. So, und der Samenkasten. Ist doch gleich viel besser. Super. So, fertige Dinge. Wir nehmen gleich mit. Oh, ich freue mich so. Oh, wir haben drei. Wahnsinn. Also, jetzt ist aber. So, Eimer muss ausgerüstet sein. Klar, ich rüste einen Eimer aus. So. Oh, wie cool. So, fünf. Ja, danke. Oh, wie cool. So, und die dritte Kuh auch gleich. Ach, Rohstoff noch nicht verfügbar. Oh, aber wir haben drei Kühe. Der wird bald verfügbar sein. Nur keine Angst. Ach, wie cool. So. Da, 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 da. Super ist das, oder? Ich finde das super. So, den kann man da herlegen. Dann rüste ich mir noch mal die Scheren aus. So, und gehe mit den Scheren noch zu den Schafen. Mit den Scheren zu dem Schafe. Super. Fünf Wolle. So, einigermaßen schade, dass die Hühner nicht mehr da sind. Das hätte so... Ja, aber sie legen Eier. Sie legen Eier. Das ist gut. So. Da, 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 da. So, dann haben wir das und das und das und freuen uns darüber. Autostack, Sorter-Item. Nein, das nicht, sondern das da. Da, 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 da. So. Ja, das war jetzt nicht sinnvoll. Ich bin ja neugierig, ob auch die Samen da verderben drin. Das ist ja total der Test hier. Sehr gespannt bin ich. So, dann haben wir hier den Düngerkasten. Nein, den haben wir da nicht, sondern den haben wir da. Da, da. So. Super. So, das war's mit dem Feld, meine ich mal. So, Landwirtschaft, denke ich mal, ist fertig, haben wir uns angesehen. Tolle Sache. Gut. Jetzt kommt das nächste Projekt, oder? So, dann ernten wir da noch schön ab, sofern es geht. Harvest. Moment, da will ich das wieder testen mit der... Ah, die haben wir jetzt nicht mehr dabei. Egal, wir testen es. Wir machen es einfach so. So, Harvest, Harvest. Harvest, super. Dann er hier und er hier. So, dann haben wir hier Harvest, Harvest. Ach, die bleiben drinnen. Okay. So. Wo haben wir angefangen? Oh mein Gott. So, dann setzen wir das halt da ein. So, das ist noch immer nicht fertig. Wahnsinn. Okay. So, und hier? Das ist auch noch nicht fertig. So, da haben wir Harvest, 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 Harvest. Büffelbeere, okay. So, das ist natürlich noch nicht fertig. Die Melonen sind auch noch nicht fertig. Und das Ding da,
Gut. Das Getreide. So. Freue mich auf später, wenn wir es dann haben. So. Da kommen die fertigen Produkte, nämlich das da und auch Kartoffeln rein. Ach, die verderben ja auch so. Sort und so und fertig. So, und das war der Samenkasten, da können wir das jetzt reinlegen. Komm, das legen wir da auch rein. So, das nehmen wir mit. Das lassen wir drin. Die da und die da und die da nehmen wir mit, weil das sind so die Standarddinger. So, die legen wir da in den Verderbekasten. So, und zwar möchte ich ja testen, Samen. Ob und wie Samen verderben. Das kann da ruhig rein. So, die Eier kommen raus. So, die Eier können da rein. Und da rein. Super. So, und dafür kommen dort nur Samen rein. Ich bin gespannt, wie sie verderben. So. Und wie viel sie bringen. Da, 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 da. Oh, mein Pferdchen. Es wird Zeit für wieder einen Ausritt. So, was haben wir noch an Werkzeugen jetzt wegzulegen? Genau, die Scheune wollen wir dann noch bauen. Das legen wir vorerst mal weg. Das behalten wir uns. Das muss da raus, muss da raus. So, ich lege das mal rein. Und dann lege ich das mal rein. Und dann lege ich das mal rein. Hey. So, das kann man da reinlegen. Das kann man da reinlegen. So. Genau. So, da oben gebe ich noch die Seile rein. Und dann würde ich sagen, ist alles okay, weil dann können wir loslegen. So, die Seile schauen wir mal dann, ob wir die nicht auch verderben lassen können. Dann haben wir mehr Dünger. Ich weiß, momentan hat der Dünger noch keine Auswirkung, beziehungsweise keinen Bedarf, aber ich habe Bedarf an Pistolenkugeln. So. Pistolenkugeln. Und zwar nehmen wir 30. So, die 30 nehmen wir mal daher. So, jetzt machen wir dazu. Jetzt gehen wir raus. Ah, sehr schön. So, das war jetzt relativ lang und relativ viel mit der Scheune und mit den Tieren herumgespielt. Aber jetzt geht's wieder los. Oh, Abenteuer zu erleben, Ressourcen zu holen. So, Salz. Nein, diesmal bremse ich nicht für Salz. Ich muss jagen. So, und wenn es Banditen sind. So, da wäre Hanf, den könnte ich super abbauen. Aber eigentlich möchte ich gerne ein oder zwei Banditen treffen. Oh, 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 der Jagdtier. Also, Beute. Beute? Beute, Beute, Beute. So, offenbar gibt es keine Tiere mehr. Oh, da vorne Büffels. Aber ich hätte gerne nur einen. So, wir werden das aber so machen. Ich speichere jetzt mal ab. Nämlich hier. Und bedanke mich fürs Dabeisein. Ende der Folge. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.